So süß post die Sängerin mit ihrem neuen Vierbeiner. Diese Liebe ist alles andere als toxic. Britney Spears, 40, hat einen Schnappschuss geteilt, auf dem die Sängerin erstmals zusammen mit ihrem neuen Hund posiert. Porsche ist ein Geschenk von Britneys Verlobtem. Seit Oktober hat die Musikerin einen neuen Mann, einen Dobermann. Das Tier namens Porsche trat als Welpe in ihr Leben, als niedliches Geschenk ihres Verlobten Sam Asghari, 27. Auf Britneys erstem Foto an der Seite ihres neuen Gefährten sitzt die 40-Jährige auf einem E-Bike, während Porsche sich zu Frauchen hin aufreckt und eine Streicheleinheit abholt. Auch Sam Asghari hat den Familienzuwachs förmlich gefressen. Der Verlobte des ehemaligen Teenie-Stars plauderte zuvor jedoch bereits aus, der Freund auf vier Pfoten ist nicht nur da, um sich die kalte Schnauze kraulen zu lassen. Er wird versuchen, dich vor jedem Mutterfair zu schützen. Der mit schlechten Absichten zu dir kommt, so Britneys Herzensmann Freischnauzer via Instagram-Clip. Ein weiteres kurzes Video zeigt den Mann mit Dobermann beim gemeinsamen Herumtollen. Porsche, fast so flott wie ein Porsche, flitzt im Clip dabei Sam hinterher, um dem Zweibeiner den schönen Football in dessen Händen abzuluxen. Früher gab's Hundeelend, behauptet die Haushälterin. Übrigens, der Dobermann-Welpe ist im Haus der Ex-Entmündigten nicht allein unter Menschen. Britney hat nämlich zwei weitere Hunde, den weißen Malteser Lacey und sowie Yorkshire Terrier Hannah. Und um die gab's zuvor ein großes Hundeelend. Die Haushälterin des blonden Weltstars hatte via TMZ vermeldet, den Hunden sei es unterstrich week unterstrich card unterstrich so unterstrich Sonntag schlecht gegangen, dass sie beinahe gestorben wären, weswegen sie die Tiere in eine Notfallambulanz gebracht habe. Statt notwendigem Spezialfutter. So die Haushälterin, hätten die besten Freunde des Menschen angeblich nur Essensreste abbekommen. Auch soll ihre Arbeitgeberin der Angestellten gegenüber handgreiflich geworden sein. Und die Beschuldigte? Wies die Vorwürfe von sich und behauptete, ihr Vater Jamie Spears, 69, stecke hinter der ganzen Vorwurfsnummer.